Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das... Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Drei Wochen später. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Ich habe jetzt mal eine Weile nichts gesagt am Anfang des Videos. Ich wollte die Cutscene jetzt einfach mal so durchlaufen lassen. Nein, nein! Verflucht! Das ja, ist gar das nicht gut. Passiert hey, auch. Ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Nicht? Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Nein. Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, es war kurz. Schläft. Bitte, Roderick, die Tür zu öffnen. Okay, also, bevor wir uns jetzt hier völlig unvermittelt ins weitere Abenteuer stürzen, wir hatten im letzten Video einiges erlebt. Unter anderem haben wir eine Bibliothek abbrennen sehen. Beziehungsweise die Bibliothek. Inzwischen haben wir das Sanguinis Itinera gefunden. Ja, wir haben es am Anfang dieses Videos jetzt gesehen. War nicht ganz leicht, das zu bekommen, war auch relativ gut versteckt. Jetzt haben wir es hier und ja, hoffentlich kriegen wir jetzt bald das Elixier für den guten Hugo damit gemacht. Dafür ist ja der Lukas zuständig. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass der das hinkriegt, beziehungsweise da schon dran ist. Wir sind nach wie vor Amicia, wir werden den Charakter auch innerhalb des Spiels nicht mehr wechseln, schätze ich. Und ja, ansonsten ist das der Roderick, den haben wir im letzten oder auch schon im vorletzten Video kennengelernt. Ja, ich glaube. Ja. Vater ist tot, wurde leider von der Inquisition ermordet. Hat wohl auch irgendwelche Türen öffnen sollen. Die haben ihn dann aber vorher umgebracht. Das war doof. Ne? Ja, jetzt sind wir hier wieder im Château d'Ombrage, was wir einst unter größten Anstrengungen, sagen wir mal, für uns erobert haben. In welchem Teil es genau war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber wer die Videoreihe verfolgt hat, wird es noch wissen. Das war es da mit so Sachen hin und her schieben und so weiter und so fort und Ratten hierhin treiben und dorthin war das nicht ganz leicht, war aber dafür spannend. Wir schauen uns jetzt hier noch ein kleines bisschen um und ja, im Anschluss werden wir den Roderick dann bitten, da dieses Tor zu öffnen. Die Tür, Tor kann man es ja nicht nennen. Da könnte ich jetzt auch theoretisch, aber das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wie gesagt, wir sammeln jetzt erstmal irgendwelches Gelumpe ein, was hier so rumfliegt, was kein Mensch braucht. Ah ja, da haben wir zu viel scheinbar im Inventar. Vielleicht können wir wieder irgendwas basteln. Ich habe leider, wie immer, seit längerem nicht gespielt, so wie sich das halt manchmal entwickelt im Leben. Ne? Man hat nicht immer Zeit für das, was man will. Dann muss man halt das irgendwie ein andermal machen. Ja. Wie gesagt, wieder einige Zeit jetzt vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe und dementsprechend möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz wieder die Steuerung ein kleines bisschen checken, wobei die meistens ja zumindest relativ schnell wieder ins Gedächtnis zurückgerufen ist. Die ist bei dem Spiel auch nicht allzu kompliziert. Ja, kann ich jetzt basteln, was ich will, glaube ich, da kriege ich keinen Platz dafür. Ist egal. Was haben wir denn da? Das ist ein Boxsack oder so. Kann ich da was machen? Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Wahrscheinlich auch ein bisschen Schwert oder Schießen, so wie es aussieht. Da hat einer mit Pfeil und Bogen reingeschossen eventuell. Liegt sowas hier rum? Keine Ahnung. Ah ja, wir werden sehen, ob sich da noch was tut. Ja gut, dann machen wir die Tür auf. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Er tut dir den Korridor. Kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Da war's ja Fettmasse, Junge, ne? Da tut nichts weh. Spürst du das auch? Nein, was?
Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Spürt man sowas? Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Schimmel. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Ja, lass mal die Steine sprechen, ne? Und da liegt auch was. Kann ich auch wieder nicht nehmen, oder? Ist doch alles zum Kotzen hier. Kannst du nicht nehmen. So ein Werkbank wäre auch mal wieder geil. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Wie sieht das gefährlich aus? Wieso? Ach je. Ja, mach mal. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Ins Freie auf jeden Fall mal. Der Innenhof. Eine Abkürzung. Da haben wir eine Werkbank. Wunderschön. Da können wir sogar was machen. Da schau her. Oh, hey. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, ansonsten ist eigentlich auch nichts. Leider. Ne? So ein bisschen was ist noch zu verbessern. Ich weiß eben nur nicht, ob bis zum Ende des Spiels wirklich alles aufgelevelt wird bis zum Maximum oder ob das nur optional ist. Also sprich, ob man alles Material in einem Spieldurchgang findet oder ob man sich ein bisschen genauer umgucken muss und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht genau. Das sieht eigentlich... Ja, da haben wir wieder den Innenhof, ne? Von was ich vorher erzählt habe. Die Hin- und Herschieberei. Lustig, tralalala. Ein Spaß für Jung und Alt. Das wird dir gefallen. Ich komme. Wo ist er denn? Bist du? Herkules? Roderick? Wo ist er? Der Bub. Da unten ist er. Okay. Nichtsdestotrotz bleiben wir hier oben. Können wir ja gut. Denn hier findet sich ja allerhand Zeug dann doch. Bisschen Schnur. Irgendwie ging auch Schnellrennen im Spiel. Wie ging es denn nochmal? Kann sie jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Naja, irgendwie ging's aber. Was haben wir hier? Da, ich komm doch gleich. Lass mich in Ruhe. Ich will hier gucken. Siehste? Hätte ich nämlich was übersehen hier. Wahrscheinlich kommen wir sowieso noch hierher. Könnte ich mir vorstellen. Aber man kommt jetzt so an ein paar Stellen. Die konnte man vorher nicht so wirklich erreichen, ne? Ja, und da wird wohl jetzt... Ui. Kann ich da runterfallen? Nee, kann ich nicht. Gut. Ist gut so. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Ich komme. Na gut. Jetzt gehen wir halt hin, bevor er weint. Nö. Hä? Jetzt läuft er weg. Ist ja gut, ich komme. Aber es schneit sogar. Jetzt wird es langsam lustig hier. Ein harter Winter steht vor uns. In einem anderen Franchise würde man meinen, Winter is coming. Aber wer kennt das schon? Hier bleiben, bla bla, okay. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Was machst du denn? Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon, schnell! Ja, wohin? Ah, da, okay. Immer dieser Stress. Nicht, dass ihm was passiert ist jetzt, wäre kacke. Jetzt haben wir das Buch da. Und jetzt passiert dem noch was. Ich bin hier, Lukas! Wo ist er? Schnell! Da. Hugo, bitte. Oh oh. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Das heißt wieder zurück? Amicia, Lukas!
Eieiei. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Hier. Melly, du hast ihn gefunden. Nee, ach, er lebt noch. Tot gut. Als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Oh, oh. So drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice de Roux. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Hm. Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Ja, mach doch mal was mit deinem Buch, Junge. Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Ach ja, du brauchst ja ein Labor. Schon wieder vergessen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Und dann sind wir auch schon im Kapitel Zarwölf. Alles, was bleibt. Das ist ja wunderbar. Das war jetzt ein schönes, kurzes Kapitel. Ich habe eigentlich fast nichts gemacht. Aber gut. Schnee scheint zunächst mal zu bleiben. Wir sind da. Ich dachte schon, wir müssen das alles selber spielerisch zurücklaufen. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Aber gut, dann sind wir jetzt schon mal hier. Ich dachte, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. So, mal gucken, wo es überhaupt lang geht hier. Geht das über die Brücke hier? Ich sehe es nicht. Hm. Wir können dort nicht rüber. Ja. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Sollen wir duckend? Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Geht doch gar nicht, oder? Geht das? Nee, geht gar nicht. Guck mal, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen. Ihr braucht euch auch keine Gedanken zu machen. Ihr schaut mir einfach nur zu, wie ich hier alles wie spielend erledige. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... La Ratas! Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Was ist das? Aber echt mal. Immer noch nicht. Moment, wir haben doch hier Sachen. Guck mal. Wie heißt denn das? Das macht Feuer aus, entzündet Blut und lenkt Gegner, bla bla bla. Irgendwas war doch, womit die Ratten explodiert sind. Das ist das, was die Ratten anlockt. Dann war es wohl das hier. Nee, Ratten eliminiert. Da. Probieren wir es doch mal. Wäre vielleicht ganz interessant zu sehen, was da unten drunter ist, was die so ausrasten lässt. Kann ich da runter? Ja, ich kann da. Nee. Schade. Ich dachte, da könnte man jetzt was einsammeln. Aber vielleicht komme ich irgendwie aus einer anderen Ecke nachher noch dahin. Man weiß es nicht. Vielleicht war das aber auch völlig sinnfrei, was ich jetzt gemacht habe. Jetzt kommen die wieder, oder was? Nee. Aber es sind auf jeden Fall wieder Ratten da. Da unten auch. Jesus Gott. Naja, ist ja fein. Jetzt wollen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir irgendwie da reinkommen. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Wo bist denn du jetzt? Es muss einen Grund geben. Ja, kannst du später drüber nachdenken. Hat sie ja eben schon gesagt. Wir müssen jetzt aber irgendwie da rein. Wir müssen Hugo helfen. Oh, Jesus. Es sind so viele. Gibt es alternative Routen? Als ich mit Hugo weggelaufen bin.
hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Das wird ja auch nochmal spannend mit den Viechern. Also was die solche Sachen da tun, ist so zusammenstrudeln da. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Sind doch da, oder? Da steht auf alle Fälle mal was rum. Ja, okay. So, da müssen wir hin. Schätzungsweise. Das ist Feuer. Können wir jetzt momentan nichts mit anfangen. Das ist Viehzeug. Das da kann ich aufschießen, so wie es aussieht. Schnappen wir uns doch mal unsere Schelteinschleuder. Vielleicht rollt das Ding ja dann los. Ja. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Sind jetzt... Also muss ich jetzt zurück und da durchlaufen, oder? Weil hier runter geht's scheinbar nicht. Schauen wir mal. Hier runter. Ah, da ist hier alles auch beleuchtet und so weiter und so fort. Also ich gehe nicht davon aus, der Landsitz liegt genau vor uns, dass das jetzt ein Kinderspiel wird hier. Da sind bestimmt irgendwo Wachen. Ja. Folge mich! Folge nicht! Folge mir nicht! Nein! Okay. Ist sie gestorben. So ein Scheiß. Also gut. Wäre ich vielleicht mal noch einen Schritt nach links rüber gegangen. Der Landsitz liegt genau vor uns. Was machen wir denn jetzt? Hier unten lang ist auch doof, ne? Das heißt, wir könnten sie natürlich weglocken. Kann ich sie denn... Na, ins Licht locken, das macht sie ja nicht wirklich kaputt. Lockt Ratten aus der Umgebung. Das ist ja eigentlich eher was, um sie auf Feinde zu lenken, ne? Seien wir kommen hier jetzt schnell genug durch. Ich probier's. Kann ich das da oder da hochwerfen? Nö. Dann machen wir die weg. Komm. Nein, oder? Okay. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Ja gut, dann muss ich die vielleicht da oben. Wir gehen auf alle Fälle hier mal ins Licht. Da sind wir sicher. Dahinter in die Ecke. Da, eine Tür. Das ist eine Tür, ja. Wer hätte das gedacht? Kriegst du auch nicht auf, ne? Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Mhm. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ah ja. Okay, mal Teamwork. Klasse. Also gehe ich wieder runter. Ja, genau. Genau. Absolut. Jawohl. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Ich denke schon. Ist ja nicht dumm. Da ist das Tor. Ja, jetzt ich muss da hin, Junge, um das zu öffnen. Wie stellst du dir das vor? Ach so, hier ist auch noch eine Lampe. So. Alles gut. Okay, also einfach wird's nicht. Was heißt so einfach wird's nicht? Ich muss doch ein bisschen schießen dann. Danke. So, und nun? Wie denkst du, dass es weitergeht, Bübchen? Wir sollten da schon mal ins Häuschen reingucken, habe ich das Gefühl. Na komm jetzt. Was geht denn hier jetzt? Ich würde gerne ein bisschen schneller drehen, aber macht Sinn. Achso, das ist nur für da unten. Alles klar. Gut, dann können wir hier oben nichts damit anfangen, leider. Da ist was. Hm.
Also ins Haus ist... Warte mal, aber das könnte ich ja entzünden. Dann wäre das vielleicht... Sollen wir mal schauen, ob das brennend bleibt oder ob das gleich wieder ausgeht. Aber es scheint mal anzubleiben. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das im Haus sicher? Oder ist das jetzt nicht so gut? Nee, vermutlich ist nicht so gut, da reinzugehen. Was haben wir denn jetzt für Optionen? Also ins Haus scheint gar keine Option zu sein. Hier ist überhaupt nichts, was ich noch entzünden könnte. Gut, aber auf der einen Seite will ich nichts verpassen, auf der anderen Seite aber scheint es hier auch nichts zu geben, was man verpassen kann. Ins Haus gehen ist Selbstmord. Ich könnte natürlich... ich könnte die rauslocken natürlich. Das wäre... Ich könnte es probieren. Also. Mit dem Gedöns da. Die aus dem Haus kommen nicht raus. Ja, supi. Also gut. Ja, ja. Dann gehen wir weiter. Bisschen schade. Ich hätte schon gedacht, dass das im Haus eventuell was gibt. Lukas, wir sind nicht alleine. Oh. Wieso? Wer ist da noch? Leute, ne? Leute von die Inquisition. Also gut. Werden wir schon schaffen. Auf alle Fälle müssen wir mal die Rattis da weg haben. So. Wie jetzt? Die sind jetzt nicht verglüht da vorne. Ist ja geil. Okay. Ja, auf jeden Fall ist jetzt mal der Weg frei. Eine Wache. Er lebt noch. Wo? Achso. Bringt dir das was? Bringt mir das was? Wenn ich dir helfe? Was hast du denn zu bieten? Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Das beantwortet nicht, so. Nicht meine Frage. Nicht so. Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Also, Moment, tot, wa? Ah ne, er soll ja leiden. Okay, aber vielleicht verpetzt er uns dann. Auch scheiße. Ja. Ich komme jetzt aber da vermutlich so nicht ganz unverletzt durch, weil da sind ein paar Ratten. Vielleicht muss ich das Lämpchen noch ein Stückchen rüber... Nee, dann ist das wieder... Dann ist das wieder... dann wird das wieder von den Kisten da... Ist ja geil. Also gut. Moment, aber ich kann die Viecher ja darüber locken. Ich könnte sie auch auf ihn locken. Oh, ich könnte so viel tun. Darüber mit den Viechern und dann kann ich da durch. Oder werfen wir es mal lieber. Gefällt mir besser. Ja, was denn? Der ist ja klar. Ist ja. Also gut. Ja gut, es ist aber auch schon an dieser Stelle eine angenehme Videolänge erreicht. Wir haben ja jetzt auch schon einiges gesehen. Ja. Also den Menschen da, den kennen wir jetzt schon. Den gucken wir uns im nächsten Video nochmal an. Wir machen an dieser Stelle jetzt Schluss. Wie gesagt, Videolänge ist eigentlich erreicht. Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht im nächsten Teil. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir dementsprechend auch einen Daumen nach oben da lasst, wenn es sein muss, aber auch einen Daumen nach unten. Und, ja, ein Kommentar ist natürlich auch immer gut. Dann nochmals herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.